natürlich groß ist. Das Drehschlag am Start hier. So Leute, kleiner Einstieg in den Team Smolik Vlog zu Michis drittem WM-Profi-Titelfight. Diesmal ja seine zweite Titelverteidigung, wieder ein Heimspiel, wieder in München. Der letzte war ja in Potsdam. Und ja, gestern war die Waage, es war sehr, sehr emotional. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen, andere nicht. Deswegen schneidet euch Michi das mal ganz kurz jetzt rein. Oh. Wie ihr gesehen habt, der Roland Daminovci hat bei der Waage ja leicht die Kontrolle über seine Emotionen verloren. Man weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur Psychospielchen und der Versuch, Michi zu verunsichern. Wie ihr gesehen habt, Michi ist enorm cool geblieben, er ist enorm selbstsicher, war eben auch ein bisschen auf diese Situation vorbereitet. Der Roland hat es ja im Vorhinein schon angekündigt. Michi ist meiner Meinung nach in einer der besten Formen seines Lebens. Ich habe wirklich Respekt davor, wie sehr er sein Training durchgezogen hat, vor allem auch sein Ausdauertraining. Also er ist topfit, er kann locker über die volle Kampfdistanz gehen, kann voll locker diese 5 Runden gehen, kann richtig Gas geben. Und ja, viele haben im Vorhinein auch gesagt, ja, der Roland Daminovci, der sieht nicht wirklich fit aus von der Ausdauer her. Der wird eher versuchen, den Kampf frühzeitig zu entscheiden in der ersten oder zweiten Runde. Deswegen trainiere gar nicht auf die volle Distanz. Michi lässt sowas eigentlich nie an sich ran. Er hat richtig Gas gegeben. Er kann locker 5 Runden kämpfen. Und man muss dazu sagen, auf mich persönlich hat es den Eindruck gemacht, als wäre der Roland Daminovci gestern beim Wiegen schon deutlich fitter. Als ich ihn das letzte Mal in Ingolstadt gesehen habe, da war er noch ein bisschen schwerfällig. Und da hat man gedacht, ja, also von der Schnelligkeit kann er auf keinen Fall mit Michi mithalten. Und gestern sah er schon gut trainiert aus, also das verspricht ein sehr interessanter Fight zu werden. Wir fahren jetzt gleich alle zusammen runter nach München. Michis Dad ist am Start, Jan, Carsten ist am Start, Freunde von mir sind am Start. Wir gucken mal, wer in München so alles ist und ich hoffe, wir kriegen ein paar interessante Interviews und ein paar schöne Szenen hin. Wir schauen jetzt mal rein und schauen, was so los ist. Und Jan, was meinst du heute? Zweite Runde. Zweite Runde? Warum ich schätze schon. Warum das erste? Mich ist der beste. Ja gut, okay, aber diesmal sage ich zweite Runde. Okay, ja, der Gegner sieht stabil aus. Ja, schon. Aber ich weiß, wie ich früher gesagt habe, weiß ich, wie der Niki trainiert hat, wie der ist. Und ich behaupte, ich werde hier nochmal mit dem Kopf ist er viel besser als der, glaube ich. Also zweite Runde, aber ich sage zweite Runde. Ja, natürlich, Michael rockt das Ding. Welche Runde? Runde 1 oder Runde 2, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ob er spielt oder nicht, ja natürlich. Sind wir mal gespannt. Und Carsten, freust du dich auf den heutigen Tag? Klar, ich bin voll aufgeregt. Was meinst du? Es gab im Vorhinein diesen sehr emotionalen Schlagabtausch an der Waage. Lässt mich sich davon wehren, du kennst ihn sehr. Nein, der macht sein Ding, der zieht es durch. Wird wie immer hart bleiben. Ich denke, es wird ein ganz geiler Kampf. Hier gerade Dr. Christine Theis, ehemalige Profikämpferin von Steko. Christine, wie aufgeregt ist man eigentlich für so einen WM-Fight? Das ist von Sportler total unterschiedlich. Ich selbst war eigentlich nicht wirklich aufgeregt, sondern positiv angespannt. Ich habe es immer verglichen mit einem Schlittenhund. Ja, der will jetzt einfach nur, dass es endlich losgeht. Man hat sich da wochenlang, monatelang darauf vorbereitet und jetzt ist endlich der Moment gekommen. Ich war vor der Waage immer viel, viel aufgeregt. Diesen Punkt hat der Michi schon mal nicht, weil es ist scheißegal, wie viel er wiegt. Wenn er sich draufstellt, das passt immer. Ich tippe, der Michi ist so wie ich. Der hat jetzt einfach nur richtig Bock, in den Ring zu steigen und der merkt schon, dass es langsam anfängt zu kochen. Apropos Stichwort Waage, da gab es gestern diese Schubserei. Hast du es mitbekommen? Ja, ich war direkt daneben gestanden. Okay. Eins habe ich mich hinter der Säule versteckt, weil ich fand, die Stimmung war schon vorher so ein bisschen hoch. Und ich hatte meine Kleine dabei und wollte nicht, dass ein Großer auf sie drauf plumpst. Ist ja dann auch tatsächlich so gekommen, dass so ein bisschen Reibereien in der Luft waren. Es wird ja auch schon seit Wochen auf Facebook gestichelt, von Gegnerseite her. Ich bin mal gespannt, was er
heute Abend hält, was er versprochen hat. Gehört auch irgendwo zum Kampfsport dazu? Gegner verunsichern? Ja, das ist so ein bisschen Psychokrieg, aber ich glaube, bis der Schuss bei Michi nach hinten losgeht, das stachelt ihn mehr. Danke dir, Christine. Bitte, Dankeschön. Erst hieß es, ja, es sind immer nur auf Stikos Fight Night. Das hat er ja letzten Kampf war ja in Potsdam, war ja bei Teil und Zeug, war bei Sauerland. Da hat dann keiner mehr was gesagt. Jetzt kam immer, ja, das sind aber trotzdem nur ausgesuchte Gegner. Und jetzt hat der Gegner ihn ja rausgefordert, können sie das auch nicht mehr bringen. Ja, das Argument immer, das sind nur Fettsäcke, finde ich eigentlich auch Schwachsinn. Aber die Leute finden einfach immer irgendwas, weißt du, wenn du erfolgreich bist. Philipp Harburger am Start, dieser Bro aus Freiburg. Philipp, seid ihr gut hergekommen? Ja, alles geschmeidig, alles gut. Knapp 4 Stunden Fahrt gehabt und jetzt hier am Start. Vor der Zenit alle in München zur TV-Total-Boxrunde. Jetzt sagen wieder viele, ja, das ist wieder so ein fetter Türsteher. Wie viel spielt es denn wirklich im Kampfsport eine Rolle? Wie viel kann man wirklich sagen, wenn man die optische Statur des Gegners sieht, was der denn drauf hat? Du, also es ist ja oftmals so, dass der Schein ziemlich trügt. Also du hast ja beispielsweise, um mal aufs MMA das Beispiel zu beziehen, Roy Nelson in der UFC. Der Junge ist 1,80, 120 Kilo, der hat einen Ranzen, sieht aus wie ein amerikanischer Redneck, aber der ist top, top agil, top am Boden und auch ein richtig guter Standkämpfer. Kämpft stabil. Also, und gerade auch bei den Leuten, die etwas korpulenter sind, ja, ist es ja oft so, dass sie ein bisschen höhere Nehmerqualitäten haben. Und das ist natürlich gerade gegen den Michi wichtig, weil wenn du da halt mal den ersten Kick sitzen hast, klar, dann scheppert es natürlich, ne? Und dann muss man das auch aushalten können. Alles klar? Ja. Mega. Hey, Bro. Alles klar für dich, bist du? Ja, klar. Gerade selber hast du angekommen. Gerade ist aufgewacht, mein Spaß. Was war auf der Waage los? Ja, der hat seine Aggression, glaube ich, nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Ja. Ich unbeeindruckt. Ja. Angst gehabt hat er von mir. Und ja, so ist auch nicht. Ich fühle mich voll gut. Das Eisbad, was der Flambo mir vorgeschlagen hat, richtig geil. Gestern war meine Beine ein bisschen schwer deswegen, aber heute ist die voll easy und locker. Ich bin auch noch sehr locker, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wann gibst du Hochzeit? 22:30 Uhr, ja. 22:30 Uhr, 0:25 Uhr. Strategiemäßig wird schon was verraten. Ja, gut, der Gegner sieht ja jetzt im Nachhinein sowieso, also wenn er es im Nachhinein sieht, ist ja eh scheißegal. Ich werde wieder drauf gehen, von Anfang an. Ich werde auf seine Beine gehen, Low-Kick-mäßig und ihn erstmal Rücken ein bisschen bearbeiten, da seine Decke immer wieder runterfällt, dann irgendwann zu Kopf. Mit dem Drehkick oder mit auf einer Boxtechnik oder keine Ahnung, werde ich mal schauen. Michi ist in der besten Form seines Lebens, wir wollen ihn gar nicht weiter stören. Wir schauen uns einfach die Ergebnisse an. Wir beginnen mit dem Kämpfer in der Ecke. Er ist 19 Jahre alt, 64,5 Kilogramm schwer, 1,70 Meter groß. Seine Schauplatz, 8 Kämpfe, 16 Siege, So Leute, sehr, sehr viele Team Smolik-Fans heute am Start. Ich würde fast sagen, die größte Fangemeinde. Wir schauen mal ein bisschen in den Fan-Blog rein. Hier ist gleich der größte Fan. Alter, habt ihr es gesehen, Mann? Wie der Knockout gegangen ist. Richtig geiler Kick. Michi-Style, oder? Michi-Style. Das hat er ihm abgeguckt. Von Michi erwarten wir Besseres. So, Basti am Start, Michis Bruder. Servus, Mann. Hi, Mann. Basti, was sagst du zum heutigen Tag? Ja, ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Also es ist ja bisher am Anfang ziemlich negativ. Wir hatten ein paar Konkurrenzkämpfe und so, aber ich denke mal, der hat das Ding in der Tasche. Sehr emotional. Ist auf jeden Fall sehr emotional. Ja. Und sehr aggressiv, der Gegner. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja, hat er Angst? Hat er Angst? Weiß ich nicht. Ja, du, da wird heute abgerechnet. Ja. Was tippst du? Ergebnis? Definitiv. Michi, aber ich hoffe mal, lässt uns ein bisschen mehr Zeit. Also, zweite Runde. So, Michis Gegner macht sich jetzt zum Einlauf bereit. Auch hier starke Fanbase am Start. Ja, sieht schon sehr fokussiert aus, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall.
harter Schlagabtausch. Muschi darf sich nicht so auf das Gewühle einlassen. Wobei er sicherlich auch zeigen wollen wird, dass er boxerisch sich gut weiterentwickelt hat. Michi, komm! Er hat ihn schon in einer guten Position. Und jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn direkt am Heck. Und da geht das Geklammere los. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, die du gegen ihn hast. Natürlich großes. Das Drehschlag am Start hier. Yes! Wahnsinnsfight! Kurzes Vergnügen, wie erwartet. Es gibt natürlich auch dadurch, dass beide Fanlager anwesend sind, Leute, denen das hier so gar nicht schmeckt. Ja? Kurzer Prozess gemacht, ohne Fehler. Wie im Training geübt, ersten Drehschlag, geile Höhe, perfekt. Aber mit Michi freut sich wirklich nicht so unrecht, ja. Er ist absolut stabil nach Hause gefahren. Michi! Michi! Super Bro! Der kleine Mann? Ja, klar. Kannst du machen? Nö, Spaß. Kannst du gerade machen? Nö. Doch, doch, klar. Du bist ein Vorbild, also freut mich. Ja. Klar, erstmal die Mädels, die waren schon lang. Natürlich. Du hast sogar einen mexikanischen Fan hier. Ui. Egal, das kriegen wir schon hin. Alex, was soll ich sagen? Einfach, dass du ihn halt grüßt. Okay. Normalerweise wäre er gerne dabei gewesen, okay. Aber geht halt nicht. Du musst schon umdrehen. Ja, sorry. Ich kann auch ihn filmen. Okay. Hallo Alex, ich grüße dich. Schade, dass du nicht dabei bist. Das nächste Mal hoffe ich, dass du dabei bist. Und du kannst es dir auf dem Fernseher anschauen. Und ansonsten hau rein und bleib stark. Ich hab's geschafft. Was ich glaube, keiner hat es erwartet mit dem Fight.
in 15 Sekunden so Knockout, Gegner so eine riesen Fresse und dann so klein am Ende. War echt richtig geil, 15 Bomben. Sekunden. Die Beste, Stimmung. Was will man da noch sagen? Das Training hat sich ausgezahlt. Ja. Die Stimmung war so Bombe, wo Michi reinkam, einfach die Halle ist eskaliert, einfach Bombenstimmung. Bombenstimmung. Ja. Richtig geil. Und zwar, hier haben wir einen sehr guten Freund von mir, Boris. Was passiert, wenn man eine große Klappe hat im Ring? Was passiert? Dann gibt's die Fresse voll. So wie jetzt. Gab's die Fresse voll. Und zwar ganz, ganz schnell. So ist es. Okay. Meister Alex, kurz. Ja. Zwei Sätze zu Michis Sieg. Ja. Was soll man sagen? K.O. Monster. Entschuldigung. K.O. Monster. Schlau geswitcht. Entschuldigung. Ja. Schlau gemacht. Erster Backkick hat der Gegner gut weggesteckt. Zweiter Backkick war ein leichter Einknicker und dann hat er mich ja direkt zum Kopf gewechselt. Das war sehr schlau. Ja. Jetzt wäre natürlich interessant gewesen, weil ich glaube schon, dass der Gegner noch mehr. Da ist mehr, ja, das sieht man auch. Der Typ, der war schon ein massiver Kerl. Da wäre bestimmt noch mehr gewesen, aber in der Kategorie ist das halt so. Ein Treffer Feierabend. Ja. Man hat auch gesehen, er hat versucht wieder aufzustehen, aber da ging nichts mehr. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? 106 Kilo bewegen sich wie ein Mittelgewicht. Jetzt rechne das einfach mal um, Mathematik. Jeder, der ein bisschen aufgepasst hat, weiß Bescheid, was ist Kraft. Und jetzt rechne es mal aus, wie viel Wucht da kommt und mal gucken, wer das aushält. Ja, also ich stecke den auch nicht weg. Ja, in diesem Sinne, adios. Us. So, ich bin hier mit Marie Lang. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, Marie. Danke. Marie hat auch sehr, sehr stark gekämpft. Jetzt mein Kanal mit ihr, Alter. Und da kommt der Champion auch gleich her. Heute beide durch vorzeitigen Abbruch. Ja, ja, endlich mal. Ne? Ja, also endlich mal, ja. Marie. Marie hat ja auch mit mir trainiert, deswegen. Nein, Spaß. Ich habe es oben aus dem Augenwinkel gesehen. Ich habe oben Pratzen gemacht. Habe mich sehr gefreut für dich. Dankeschön. Ich habe mich auch für dich gefreut. Ja. So, was sagst du zu Michis Performance? Ja, mega geil. Ne? Ich habe alles gesehen, es war ja nicht so lang. Und habe auch direkt geschrien, ich freue mich total. So, jetzt mein Bro hier am Start, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich würde sagen, besser geht's nicht. Also ich habe ja schon hohe Erwartungen, aber das war ja 1:1 wie im Training geübt, oder? Genau. Also das Knie am Anfang ist leider nicht durchgegangen. Entweder habe ich es nicht präzise genug gemacht oder er hat es einfach gerafft, keine Ahnung. Und dann erstmal zwei Backkicks, glaube ich, zum Körper. Die hat er sehr, sehr gut weggesteckt und dachte ich mir im Kopf so, Alter, der kann doch nur gedopt sein, das kann nicht wahr sein. Immer noch, komm her, komm her. Und dachte mir, okay, ich täusche einen Backkick an und mache einen Fersendrehschlag. Und dann war er drin. Alles gut. Hast du gedacht, er steht wieder auf, oder? Ich war mir nicht sicher, weil der schon sehr hart mit der Ferse getroffen hat, genau am Kinn. Das habe ich gespürt. Wäre nochmal aufgestanden, hatte ich schon wieder andere Sachen im Kopf. Und nee, alles gut. Ich stehe nicht so auf Überstunden. Sagen wir mal ehrlich, aber du hast dich auf die 5 Runden vorbereitet. Ich habe mit dir vorher Pratze gemacht. Du konntest wirklich 5x3 Minuten Vollgas gehen. Ja. Also du hättest das Ding voll durchkämpfen können. Ja, also ich hätte voll durchkämpfen können. Das wissen viele nicht. Viele denken so, hey, warum trainiert die überhaupt so hart und so lang, um dann in 15 Sekunden zu gewinnen? Leute, genau deswegen trainiere ich so lang und genau deswegen mache ich es auch. Und wenn ich weiterhin Erfolg mit meinen Beintechniken habe, glaubt mir, Leute, dann mache ich es weiterhin trotzdem noch. Was steht als nächstes an? Als nächstes steht erstmal an USA mit uns beiden. Wir gehen nach Las Vegas und LA. Das wird riesen, riesengroß. Eigentlich auch die Shred Challenge, aber darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Aber mal schauen. Und natürlich medial ein bisschen aufsteigen. Da gibt es noch ein paar Überraschungen in den nächsten Monaten. Darf ich noch nicht zu viel verraten. Alles klar. Michi, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Noch ganz kurz, danke an meine Community, danke an meine Fans, an die Leute, die hinter mir stehen, an meine Familie, an meine Freunde und vor allem danke an euch Hater, weil ihr unterstützt mich passiv mit. Das wisst ihr nur gar nicht, weil ihr zu blöd dazu seid. Dankeschön. An die Hater geht. Puh. Voll cool. Ja. So, ich muss jetzt in den VIP-Bereich. Hat danke. Mario gesagt. Ah, okay, ja, da gehe ich auch.